Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator. In diesem Video zeigen wir unserem neuen Squad-Member Roblox Kringel das erste Mal Roblox Pet Simulator. Und schon bevor die Aufnahme eigentlich losging, hat er alles rasiert und einfach schon Millionen Pets gehabt. Ich trade gerade mit jemandem. Ich glaube, er wird nicht annehmen. Warte, warum hast du schon 3 Pets? Hat dir gerade jemand Pets geschenkt? Du hast jetzt schon Pets? Ja, ich habe einen Haufen Pets. Die sind so richtig viel wert. Ist Level 1 Million. Okay, wo seid ihr? Ich bin bei euch. Du bist gerade an uns vorbeigelaufen. Wir sind oben auf dem Brunnen. Warum seid ihr auf dem Brunnen? Wie seid ihr da raufgekommen? Wir sind geklettert. Das Dark Matter Pad, du gehörst mir. Wie kann ich das klauen? Gar nicht. Okay. Das ist Obama. So, Christoph, das erste, was du machen möchtest, ist ein bisschen arbeiten. Du hast ja schon ein paar 1 Million Pets bekommen von diesen Randoms auf deinem Server. Deswegen geh ein bisschen arbeiten. Wie arbeite ich? Du nimmst deine Maus und klickst mit der linken Maustaste auf einen der Coins. Guck mal, ja, du tust ja mal nicht Coins. Nach Arbeit. Das ist Arbeiten. Das ist Arbeiten. Guck mal, wie viel Geld du hast. So, wie viel Geld hast du jetzt, Christoph? Ich bin reich. Ich habe 8 Millionen. Sache ist, wenn dir der Typ vorhin nicht irgendwie 1 Million Pets gegeben hätte, dann hättest du sehen können, wie unglaublich lange das dauert, bis du diese Tür da hinten erreicht hast. Weil du brauchst irgendwie so 10 Sekunden, bis du eine Münze abgebaut hast und dann kriegst du so 10 Münzen oder so. Ja, das kannst du auch probieren. Oh wow, da war so eine gestapelte Münze, aber jemand hat sie mir geklaut. Ja. Das ist auch eine gestapelte, hier ist sogar eine Kiste da hinten. Ich füll die Kiste. Nimm die Kiste. Wo ist die Kiste? Du ehrenloser Fuchs. Fuchs. Ja, du brauchst hier eigentlich nicht mehr Farben, weil dieses ganze Geld, das hier auf dem Boden liegt, ist wertlos. Komm mit. Das ist wertlos. Komm mit, Christoph. Warte, ich muss kurz das kaufen, Freunde. Ich bin nicht so schnell wie ihr. Was ist der Punkt von diesem Spiel und wo ist dieses Spiel ein Spiel? Du farmst dich hoch und kannst dir davon neue Pets kaufen. Das Problem ist, du hast mit unseren Geschenken praktisch alles geskippt. Du musst nicht mehr farmen und du musst dir keine neuen Pets mehr kaufen. Ja. Also es ist First-Person-Cookie-Clicker. Ja, das ist Third-Person-Cookie-Clicker, ich bitte dich. True, ja, okay, POV-Cookie-Clicker, I guess. Ja. Oh mein Gott, Lava, werde ich sterben. Ja, nur wenn du den Boden berührst, sterben. Aber keine Sorge, du hast Schuhe an. Eigentlich berühren wir ja nie richtig irgendwas, weil da ist ja locker immer irgendein Atom zwischen. Hast du darüber schon mal nachgedacht, Anton? Ja. Physik mit Christoph. Die Gorillas werden auch sterben, Biologie. Die Gorillas, die Pansen. Junge, Schimpansen existieren nicht im echten Leben, das ist schon klar. Wo du recht hast. Deswegen waren wir auch in einer Parallelwelt in dem Roblox-Spiel. Genau. Auf jeden Fall, Christoph. Ja. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an, tausendmal besser als dieser Typ hier zu sein? Ich hoffe. So ein armer Typ. Junge, der hat sein ganzes Leben lang gearbeitet, nur um vom Roblox-Kringel innerhalb von 3 Sekunden überholt zu werden. Ja. Kann ich chatten oder so? Wobei der Typ, der war eigentlich auch schon auf dem Mond, ne? Also, ein bisschen was hat er, aber du hast sehr viel mehr als er. Jo, die Kiste gehört mir, Freunde. Die kommt gleich wieder, keine Sorge. Ich will die Kiste. Die musst du auch einmal abbauen. Meine Kiste. Los, mach. Meine! Ihr seid so blöd! Ich hab ewig gewartet, jetzt komm, hol sie dir, Christoph. Ich hab die nicht genommen. Ich hol sie mir. Ich hab sie, glaube ich. Wer hat die diesmal genommen? Ich! Nein, ich hab sie nie genommen. Okay. Ich hab sie genommen. Das ist eine Frage der Ehre, die Kiste. Und ich nehme sie mir wieder. Ich hab so viel Geld. Ich hab Respekt vor ihr, sie hat's lange mit dir ausgehalten. Okay, was machen wir, wenn wir bei dieser verfluchten Rakete sind? Wenn wir auf der Rakete sind, fliegen wir zum Mond und dann sind deine Coins wertlos. Weil auf dem Mond, da gibt es kein Geld mehr, da gibt es nicht mehr so einen Kapitalismus wie hier auf der Erde. Es gibt keinen Kapitalismus, aber anderen Kapitalismus. Ja, es gibt anderen Kapitalismus. Mooncoins. Ja, no. Mann. So, das Farmen hier auf dem Mond dauert nochmal sehr, 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 sehr viel länger als auf der Erde, aber dafür ist auch alles sehr viel mehr wert. Aber das Gute ist, wir können easy skippen. Wir haben im Prinzip Lewis, der jetzt irgendwie AFK gegangen ist, deswegen haben wir Lewis nicht. Aber wir haben selber insgesamt, glaube ich, 30 Pets, die OP sind. 2 Dark Matter Benefits, die irgendwie richtig krass sind. Ja, deswegen, die Kiste ist mit einem Schnipser wahrscheinlich weg. Okay, nicht. Die ist vielleicht in einer halben Minute weg. Also Christoph, als ich und Lewis angefangen haben, Roblox zu spielen, da war dieser Mond hier Endlevel und da gab es diese eine goldene Kiste da hinten rechts und wir haben an der Kiste mit den besten Pets, die wir damals kriegen konnten, 20 Minuten gesessen. Das klingt also traurig. Warum macht ihr sowas? Also, ich muss sagen, wenn ich selber an der Kiste momentan sitze, brauche ich vielleicht 4 Minuten dafür. Ringe, komm. Wenn überhaupt. Ich komme. Christoph, falsche Richtung. Hä, ist da nicht die... Nein, die Kiste. Hier ist die Kiste, siehst du doch. Ja, ich bin doch auf dem Weg zu euch hier. Ja, komm doch her. Pass auf, du kriegst vielleicht einen epileptischen Anfall, wenn du hier rüberläufst. Ich seh's schon. Das sieht richtig kacke aus. Alter, ist das ekelhaft. Warum darf dieses Spiel existieren? Keine Ahnung, früher gab's das noch nicht. Früher gab's hier noch normalen Boden oder so.
Ja, ich weiß nicht, was sich die Leute dabei gedacht haben. Es tut richtig in den Augen. Es ist halt so verdammt grell und so eine 3D-Box. Ich weiß nicht, wie sie das eingebaut haben. Ich werde Roblox Pet Simulator anzeigen. Sie wollen meine Augen zerstören. Ja. Es ist Körperverletzung. Übrigens, Christoph, wusstest du, wenn du mach mal deine Pets da dran an die Kiste. Digga, die Kiste, die geht so schnell. Ja, ja, ich weiß. Wir sind 4 Leute mit einem 5. noch hier und einer 6. Person in Usbekistan. Ja, ja, boah, Alter, das ist zu krass, ich habe 644 Millionen. Das ist so krass, meine Ohren wurden weggefetzt. Okay, wo gehen wir als nächstes hin, Freunde? Ich habe eine Riesenkiste gefunden. Okay, Christoph, hier geht's weiter, let's go. Ich bin schon drin. Also, Leute verbringen ihren ganzen Tag mit sowas, ja? Ja. Ja. Ich habe 2 Leute in der Freundschaftsliste, die ich habe auch schon meinen ganzen Tag mit sowas verbracht. So, und das hier ist jetzt das neue Endlevel, an dem selbst wir strugglen. Ihr nee, struggle. Nicht mal strugglen. Was aber ist struggle? Ihr tut so, als wäre es Arbeit. Was sind diese komischen? Digga, Anton, was für Struggle? Wir müssen uns hier 15 Minuten AFK hinstellen. Ja, was ist 15 struggle? Minuten sind aber schon harter Struggle. Was sind diese komischen Tiere da? Das sind Pets, die stehen am Schlitten, aber der Schlitten braucht eine Weile, bis er bei dir gespawnt ist. Da ist er. Genau. Jetzt haben wir eigentlich das Spiel schon durchgespielt. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Ja, alles, da hinten kommt eigentlich nichts mehr, außer irgendwelche weiteren Coins, die man zwar farmen kann, aber der Schlitten bringt sowieso am meisten. Ich habe das Gefühl, das Video hat mir meine Experience geraubt, die ich hätte haben können. Ja, aber die Experience, die du haben könntest, das wäre damit ich hier zusammengebunden. Okay, liebe Roblox-Kinder, ich möchte euch eine Geschichte erzählen, okay? Okay, warte, wir müssen warten, wir brauchen eine Location, okay? Es ist keine Geschichte, die du reinschneiden wollen würdest. Doch, das ist eine Location, ich meine Geschichte, die wir reinschneiden wollen. Okay. Christoph, bleib stehen! Okay. Bleib stehen, wir beten dich jetzt an, okay? Okay, es ist die Geschichte von einem jungen Mann namens Karl mit Nachnamen Marx. Und was ihr wissen müsst, liebe Kinder, er hatte recht mit allem, was er gesagt hat. Und ihr müsst euch dringendst euren lokalen kommunistischen Gruppen anschließen, um das Kapitalismus und das Patriarchat zu dismanteln und Kommunismus zu implementieren. Und deswegen hast du gerade Millionen an kapitalistischem Geld zusammengefarmt? Ich werde das alles in die Kommune stecken, Anton. Okay. Christoph, kannst du jetzt noch Boss Obama sagen? Boss Obama. Okay, das werde ich dann reinstellen statt Karl Marx. Louis hat sich den Spitznamen Connecton gegeben. Ja. Wir alle heißen Spitzname Boss oder Obama. Boss 187 oder Boss Obama 187 und der heißt Connecton. So. Als Christoph seine Rede gehalten hat, lief er mir dieses Lied. Nice. Warte. Nice. Wir sind der schiefe Turm von Rollstuhl. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert, Dingsda-Bumster. Das war's und ciao! Das war eine gute Art. Im Video ist gar nicht passiert, wir sind einfach nur durch Wände gelaufen. Ja!